Liebe Freunde, wir sinken. Bin ja wieder auf einem Bahnhof, Gastunder. Mir gefällt der persönlich sehr gut. Besonders die alte Uhr. Im Start von hier eine selbst zusammengestellte Tour von Gas bis Horn über Kameck, über die Ruine Kameck, in den Sacherbachwald, da fatal zurück. Gut, dann gehen wir durch den Ausgang los. Hier ein Blick auf Kameck, links die Maria-Bründel-Kapelle oder Kirche und hier rechts haben wir dann gleich die Ruine Kameck. Recht viel gibt es da nicht mehr in der Burgbeschreibung, gebe ich dann das Video dazu, in der Geschichte der Burg.
großen Mauern hier gewesen. Fünfzig, diese Mini-Kapelle. Da oben nochmal die Ruine von Kamek. So, jetzt haben wir einen riesen Umweg machen müssen. Durch Kamek. Geh ein Stück den dunklen Umweg. Aber geht's da bergauf. Den Berg, damit ich wieder zu meinem geplanten Weg komme. Ah, Stroß gibt es jetzt ein paar schöne Felsen. Für den blöden Umweg, den ich machen muss. Weil das war Privatweg ist gestanden. Kann Meckergraben. So. Aha. Müsste der Vorweg sein. Hoffentlich bald kommt was. Bin bereits im Sacherbachwald. Den gehe ich jetzt durch, quer bis nach Rosenburg. Was haben wir da Schönes? Ja. Dafferkamper Rundweg 28 geht's ein Stück. Grün markiert. Ja, mach mal Baumpatzel. Leute, wo gehört das hin? Hä? Jawohl. So, da unten ist das Dafferthal und ich gehe da jetzt gerade weiter und dann muss ich irgendwo links runter, zur Daffer. Ja, ich bin bei der Daffer und laut den Plänen sollte irgendwo eine Brücke sein, aber da ist keine. Vielleicht war mal eine hier, da rüber oder weiter unten. Da runter.
Füße da den Hang entlang marschieren. Da kommt ein alter Weg runter. Geht da bis zur Tafel. So, jetzt geht's darauf. Gibt sogar Stufe. Wer das gemacht hat, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Da muss irgendwie die Ruine Riegersburg sein. Riedenburg, nicht Riegersburg. Schauen wir. Zerbrochen. Der riesige Brocken hier.
So, jetzt habe ich ein paar Reste von der Riedenburg hier gefunden. Ein Kellergewölbe, anscheinend gewesen hier. Ja. Ist noch intakt. Ja, da wurde Feuer gemacht. Das ist ein Klettergarten. Anscheinend, da sind Haken drinnen. So, liebe Leute, ich bin am Ziel angelangt. Bin wieder zu Hause. Beim Werdar, das kenne ich gar nicht. Ich bin selber verwundert, dass ich es nicht kenne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, 13,5 Kilometer, 4 Stunden ungefähr. Einige Umwege machen müssen, leider, dann hat es länger gedauert, aber war wieder extrem interessant. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.